Ach, hier war wir. Oh Gott, okay. Diese komische Bauweise von was auch immer. Aber wir sind relativ gut schon dabei anscheinend hier. Was haben wir gemacht? Oh Gott, das ist lang her. Joschmix! Schönen guten Abend. Hallöchen. Wie geht's euch? Habt ihr alles ein bisschen verdaut? Ganz wichtige Frage. Kommen morgen die Pferde? Oder war es letztes Wochenende schon? Nee. Das jetzt, gell? Ich bin mir manchmal nicht sicher, wie schnell die Zeit vergeht. Das ist manchmal ein bisschen creepy. Was wollte ich jetzt gucken? Bin schon wieder voll hier, voll raus aus dem Game. Okay, wir müssen irgendwas bauen. Ah, Obelisken. Oh, okay. Dafür müssen wir erstmal dann Granit importieren, was teuer ist. Wir müssen erstmal schauen, dass wir einen Export hinkriegen. Wie wär's, wenn wir mal Steuereintreiber bauen? Das habe ich auch noch keine. Doch, habe ich. Ich sag ja, völlig verwirrt. Müde, wir haben soweit alles verdaut, bis auf die Große. Die hat echt damit zu kämpfen. Oh. Bett bringen kann sich das schon mal 3 Stunden ziehen. Oh, das ist echt heftig. Verstärkung schicken, okay. Das ist halt echt so ein Thema. Wenn die noch recht klein sind, dann verstehen sie es noch nicht, ne? Aber wenn die in einem bestimmten Alter sind, stelle ich mir das echt schwierig vor. Und für euch selbst natürlich auch. Das ist ja alles nicht so einfach. Warte, ich will auch knuddeln. Ich will auch knuddeln. Moment. Nix. Pferde kommen am Samstag. Das ist doch schön. Mir geht's ganz okay. Gerade vor Auszeit stapelt es sich sehr viel an und das Projekt nimmt sogar einen guten Lauf. Hey! Dem es an Fahrt aufnimmt. Doof für mich, weil mehr Verantwortung, aber das wird schon. Ich freue mich schon aufs Wochenende, weil ein Geburtstag eines guten Kumpels ansteht. Ja, geil! Ich so, Wochenende. Yeah, yeah, yeah. Es klingt gut. Guter Plan. Cool. Und es ist langes Wochenende. Das ist doch auch mega cool. Sieht es denn jetzt eigentlich aus hier? Ich würde gern den hier ein bisschen umplatzieren. Beziehungsweise hier vielleicht sogar 2 draus machen. Da könnte man hier nämlich ein bisschen Pavillon einplanen. Achso, da muss ich erstmal die Sperre. Na, ja, wir machen es mal hier hin. Ich finde es doof, dass der 1. Mai nicht auf einen Freitag fällt. Da kann man nichts Spezielles planen. Ja, das stimmt, du kannst halt abends da nichts mehr machen, ne? Habt ihr so Mai-Feiertag-Traditionen? Also viele gehen ja wandern, glaube ich. Danke euch, das wird schon. Am Dienstag ist die Beerdigung, aber die Große bleibt bei meinen Eltern. Okay. Macht mit denen einen tollen Ausflug. Das ist schön. Die muss mit ihren knapp 4 Jahren da noch nicht hin. Ja, wir hatten den Fall auch vor 2 Jahren, glaube ich. Und wir haben die Kids auch daheim gelassen. Das muss doch nicht sein. Tschö, Playset! Schönen guten Abend! Alles klar? Platzierter Obelisk am Nil. So alt, steif bin ich jetzt auch nur wieder nicht. Sehr gut. Voll gut. Playset, wie geht's denn euch? Geht's denn euch? Ihr habt ja jetzt auch gar nicht mehr so lang hin, ne? Ich hoffe, die Lage ist gut. Hä? Ach so, ich habe schon den gebaut. Ah, okay. Weiß ich schon gar nicht mehr. Was machen wir denn jetzt eigentlich? Was können wir denn exportieren? Ah, Waffen und Kupfer können wir exportieren. Okay. Anscheinend habe ich das noch nicht offen. Knossos. Ja, okay. Ich habe aber noch nichts. Noch keine Handelsroute offen, die da irgendwie helfen würde. Wahrscheinlich wird die aufgemacht, sobald ich hier bei dieser entfernten Schlacht ein bisschen helfe. Deshalb schicken wir mal alles hin, was wir haben. Jetzt muss ich noch mal kurz gucken. Wir haben 2 Infanterie, 2 Bogenschützen. Dann gehen wir doch noch auf eine
Bataillon Wagenlenker. Zack. So, dann sollte das doch passen. Die sind schlecht. Das ist jetzt nicht so schön, Leute. Wer ist denn hier so bösartig? Ihr nicht. Oh, hier ist ja gar kein Polizeiwacher. Das ist ja äußerst schlecht. Das ist nicht gut. Gar nicht gut. Dass es Maiwanderung gibt es. Ich habe keine Tradition, weswegen ich mich nur darauf freue, einen freien Tag zu haben. Aber das ist doch auch schön, oder? Wir sind ja den ganzen Tag unterwegs. Und davon 8 Stunden auf der Autobahn, wenn es gut läuft. Wir hoffen drauf, dass es keinen Stau gibt. 4 Stunden hin, 4 Stunden zurück. Noch alles ruhig. Okay. Wenn es nach der Frauenärztin geht, bleibt er bis zum Ende im Bauch. Okay, na das klingt doch gut. Aber das ist so schön. Wobei es am Ende, also mir hat es gereicht am Ende. So ein bisschen früher fand ich dann gar nicht, hätte ich nicht schlecht gefunden, sagen wir es mal so. Ah, guck mal hier. Warum ist es so dämlich vorgebaut vom Spiel? Hier kann man ja doch sogar mit Zisternen und so arbeiten. Wir planen hier mal ein kleines bisschen um. Ja, vor allem kann ich hier sogar den Dorfpalast hinbauen. Wie bescheuert ist das gebaut? Ist ja unfassbar blöd gebaut. Machen wir es mal so. Jetzt muss ich kurz warten, weil jetzt haben wir kein Geld mehr. Ah, das habe ich am Anfang nicht gesehen. Ich bin zu blöd. Das ist das Problem, wenn das Spiel ja schon was vorgebaut hat. Hätte ich mir hinterfragen müssen. Naja, Erion, törö. Warte, ich will auch tröten. Wie geht's dir? Alles gut? Und direkte Rüssel in der 34 cm. Ah, das könnte auch besser werden. Ja, alles ab Montag passt für uns. Ja, Montag wäre ja bald. Dann wünsche ich euch da schon mal eine gute Geburt. Dass alles gut läuft. Bevor er doch losgeht und wir hören uns vorher nicht mehr. 34 cm Babyelefant. Ja, könnte passen. Etwas komisch ist, dass es kein Pyramiden-Emote im Discord gibt. Oh. Stimmt, das gibt's nicht. Discord muss mal die Anzahl an möglichen Emotes ein bisschen nach oben setzen. Das sind definitiv zu wenig. Der kostet halt 1560. Ich kann mir den halt nicht richtig leisten. Das ist so ein bisschen gerade mein Problem. Kann ich Fisch vielleicht verkaufen? Aktuell. Nur importieren. Warte mal. Nee. Keine Chance gerade. Keine Chance. 64 cm. Oh, es geht aufwärts. Der ist schon mal besser. Das ist eher ganz einer. Sobald ich danach wieder ein wenig Zeit am PC verbringen kann, werde ich mich überall melden. Das ist schön. Ja, da würden wir uns freuen, auf jeden Fall. Das mitbekommen. Woher kommt eigentlich der Name Funnyfant? Mischung aus Stephanie und Elefant. Oder vom englischen Funny. Das kommt vom Spitznamen Funny von Vanessa eher. Und, keine Ahnung, ein Kollege hat mich plötzlich so genannt. Ich weiß nicht, wie er da drauf kam. Muss ich ihn irgendwann mal fragen. Und dann habe ich irgendwann, als ich meinen YouTube-Kanal aufgemacht habe, habe ich echt nicht gewusst, wie ich mich nennen soll. Und dann habe ich irgendwie gedacht, ach, nehme einfach Funny Fat. Wird schon passen. Da habe ich noch geil drüber nachgedacht, dass man da mit den Elefanten recht gut ins Thema passen könnte. Stimmt, Discord hat echt wenig Plätze. Ich weiß nicht, woher die ganzen Emotes herkommen. Ja, das ist irgendwie komisch. Ja, von Vanessa. Genau. Also eigentlich Vanny. Ja. Wait, ich dachte, du heißt anders. Oh nein, wie heiße ich denn? So, aber meine Kohle geht nicht weiter hoch. Das ist ein bisschen blöd. Ich brauche dringend eine Handelsroute. Das Problem ist, dass die Goldminen natürlich auch ein Schweinegeld kosten.
325. Ich kann gerade keine bauen. Es kann sein, dass wir die Mission nochmal neu anfangen müssen und nicht hier gleich eine richtige schöne Goldmanufaktur mit dem Dorfpalast hier einplanen muss. Kann sein. Ach, und 3 Schädel übrigens. Bei mir im Kopf immer Anja. Nee, tatsächlich Vanessa. Die Evolution müsste so aussehen, Vanessa, Vanni. Funny. Ja. Fragt mich nicht, wie es zum Fun kam. Okay, wir haben es geschafft. Kriege ich jetzt bitte eine Handelsroute ganz, ganz zügig. Sonst habe ich ein Riesenproblem. Anders heißt doch nur der Thomas. Das ist richtig. Danach einen Entwicklungsstein zu Funny fahren. Stimmt! Das ist die Mega-Entwicklung. Aber die hält dafür lang. Wollte nur kurz Hallo sagen, liegt schon im Bett und die Augen sind quasi zu. Schädel, dann schlaf auf jeden Fall schön. Ruh dich heute schön aus, erhol dich. Und mach das Handy aus und schlaf. Krieg ich jetzt bitte eine Handelsroute? Sonst haben wir ein riesengroßes Problemchen. Ein großes Problemchen. Steuernerhöhung wird jetzt halt auch nichts mehr bringen. Seit die das hier umgestellt haben, komme ich nicht mehr klar damit. Ah, das ist doch alles Mist. Gold Mining only, ja. Ah, den Anfang verbockt. Und nicht alles abreißt, was schon gebaut war, dann läuft es irgendwie Mist hier, ne? Ich bräuchte einfach nur eine geile Handelsroute. Klingt ja nix. Ja, ja, ja. So, Moment. Jetzt retten wir das. Jetzt retten wir das. Handelsroute nach Kadesh kann geöffnet werden. Kauft Leinen und Papyrus. Willst du mich verarschen, Spiel? Keine Chance. Nee, Handy ist mein Wecker. Ah, reicht mir schon, dass das sich an 2 Tagen die Woche einfach ausgeschaltet hatte und ich fast halt aufgestanden wäre. Verdammt. Schulden. Zu früh. Zu früh. Noch nicht. Wenn der Goldabbau nicht helfen soll, dann sollte Fanny in Bitcoins investieren. Das ist jetzt gerade richtig Mist, sage ich euch. Ja, wenn die Goldminen, wenn man mehr hätte und der Dorfpalast hier wäre. Ich bin jetzt gerade überlegen, ob wir es testen, dass ich den Dorfpalast abreiße und hierhin baue. Das Problem ist, wir gehen damit direkt 1100 ins Minus. Und auch schwer sind die Schuldzinsen so krass. Ich weiß nicht, aber eigentlich müssten es die Minen, können die das rausholen, so schnell wieder, bevor die Schuldzinsen mich killen. Wir könnten ja einfach speichern. Wieso baust du Mauern? Das ist alles nicht von mir gebaut. Das hat das Level schon vorgebaut gehabt. Deshalb ist ja auch der Dorfpalast so weit weg von den Goldminen. Das hätte ich ja auch nie gemacht. Gleich abreißen sollen und nochmal neu machen. Warte mal, speichern wir jetzt am besten. Also wir speichern jetzt und probieren es. Man kriegt eine Spende in dem Level. Willst du mich denn veräppeln oder was? Entschuldigung. Oh Mann, ey. Ja, also auf jeden Fall, die Mauern waren alle schon da. Da habe ich sogar teilweise schon welche abgerissen, weil das war einfach schon schlecht gebaut. Also Geld an die Stadt schicken. Ich habe noch gar keinen Familienwohnsitz. Von daher werde ich da... Was haben wir denn? Haben wir überhaupt schon was? Boah, wie ich das hasse, seit die das umsortiert haben. Ich komme nicht mehr mit klar. Ah doch, wir haben sogar noch was. Okay. Dann machen wir es jetzt aber trotzdem erst mit der mit dem Ding. Die Spende, die wir kriegen. So. Dann leg doch hier meine Nachricht. Ist okay. Ich hab's gelesen, ich ignoriere.
Dann lasse ich da nämlich Platz für eine Runde Minen noch. Danke für die Spende, ihr Lieben. Und dann hauen wir nämlich da noch schön Bevölkerung rein. Damit die Goldminen auch bemannt werden können. Was wir aber machen müssen, ist die Ding runter. Sonst kommt hier natürlich auch keiner. Und hi, Kokoloko. Schönen guten Abend. Ah, Spende, du lehnst, weil ich den blöd platziert hatte. Da hätte ich keine Straße mehr hier reingekriegt. Also ich muss ja hier eine Straße machen, damit ich da noch Goldminen hinkriege. Und ich hatte den eins zu weit hier platziert. In meiner Verzweiflung. Das hab ich ein bisschen gemacht. Lieber nochmal geladen. Kriegst du in jedem Level eine Finanz... Nee. Ich meine, wir hatten jetzt schon zwei Level, wo keine kamen. Oder es war buggy. Aber da kam nichts. Alles gut. Alles gut. Immer nachfragen gerne. Product Placement Apple? Was? Was? Habe ich den da gemacht? So, der braucht es natürlich. Jetzt geht's los mit dem Gold. Ja, aber jetzt wird es glaube ich. Guck mal, die Bewohner kommen auch schon. Also von daher war auch alles noch gut. In Sachen Steuerthema. Ich würde aber. Ich mache hier mal eine Ecke runter, weil da machen wir auch noch Goldminen hin. Wenn wir hier erstmal mit Feuer, Architekt, Polizei arbeiten. Und hier ziehen wir noch ein paar Goldminen hoch. Und ich will dann auch gucken, dass ich hier alles so ein bisschen umplan, dass ich diese hässlichen Häuser und hier alles wegkriege. Das ist nur ein Quatsch. Von der Bauweise her. Fällt mir nicht. So. Müsste besser werden. So, genug. Schlaf gut zusammen. Schlaf schön, Schädel. Schön, dass du reingeschaut hast. Mach's gut. Nur wenn der Cheat aktiv ist. bei der wievielten Mission bist du? Byblos heißt die Mission. Ja, das ist, glaube ich, im vorletzten Zeitalter, glaube ich, vom normalen Pharao. Nummer 23. Ah, hier, die Cracks sind da. jetzt habe ich es verstanden mit dem Clip. Da, Kirapa. Okay, aber ich glaube, wir können schon weitermachen, weil eigentlich sollte das mit dem Thema Geld jetzt relativ safe sein. Ich gucke, dass ich hier natürlich noch ein paar mehr im Plan. Das gefällt natürlich jetzt den Häusern hier nicht so. Ups. Habe ich es übertrieben? Können wir das Haus da nochmal ein bisschen umplanen, bitte? Danke. Was? Du darfst da einziehen. Planen wir gleich noch einen Architekten ein, aber jetzt lassen wir natürlich erstmal wieder hier ins Plus gehen. Sollten die Goldminen jetzt locker hinkriegen, alles. Ach, die vorletzte Mission, dann sind wir doch schon weiter, wie ich dachte. Okay. Hat Cleopatra auch nochmal 50 Missionen? Nee, das sind deutlich weniger. Wie viel wüsste ich jetzt aber auch nicht aus dem Kopf. Aber Irion kann das bestimmt erörtern. Wir machen da noch einen Architekt hin. Das ist mir sonst echt zu unsicher, dass hier irgendwas kaputt geht. So, guck mal, jetzt läuft es mit dem Geld. Wie geschmiert. Das ist doch super. Okay, dann können wir hier ein bisschen weitermachen. Wir machen hier den Weg so. Dann können wir da nämlich noch ein Pavillon reinmachen. Zack. Seht. Und was vergesse ich jedes Mal? Ihr kennt's ja. Ein Arzt. Weiß nicht, warum ich den immer verpeile. Keine Ahnung. I don't know. Arbeitskräfte benötigt, ja. Das kriegen wir jetzt gleich hin. Ich würde jetzt noch gucken, dass man vielleicht ein Silo
Ja, es ist schon recht weit halt für den Basar, ne? Aber ich. Kann ich da drüben auch mit Fische arbeiten? Nee, keine Chance.